Hallihallo, Hallöchen. Hallo. Der Party mit der Zwiebel auf dem Kopf. Er ist am Start. Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Jetzt schon mehr Aktivität als auf den beiden anderen Kanälen in 2 Jahren. Grüß dich. Schön, dass du nochmal da bist. Wir spielen weiter Sea of Thieves. Heute mit der vierten, vielleicht sogar mit der fünften Oh. Story-Mission aus dem neuen, ich will immer DLC sagen, obwohl es keiner ist. Und das werden wir heute machen. Update. Wir werden heute auch, denke ich mal, wieder einen Fokus machen auf Story. Ja, mal gucken, immer mal umgucken. Ja, Ne? wenn wir uns was auffällt, klar, aber wir werden jetzt hier nicht großartig irgendwelche Geheimnisse lüften oder sowas auf Biegen und Brechen. Das machen wir nochmal in einem Extra-Stream irgendwann, wenn wir Zeit haben. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt eigentlich nichts mehr weiter übrig, außer aufs Spiel zu wechseln. Da sind wir Nice. schon. Stehen hier vor der guten. Hallo, Aber du hier siehst sind hübsch wir gar aus. kein. Was? Du siehst wie eine Bitch aus. Dunkle Immer Brüder. schön auslutschen den Immer. Gag. Hi. Hallo. Ich hab gedacht, du hast nicht getroffen. Ich habe nur das obere Brettchen gesehen. Habe So dumm bin ich nicht. ich nie gesagt. Sie setzt sich. You traveled to the Sea of the Damned, walked its shores and found one last in him own past. Not many can walk beyond the land that Okay. the things they see steal away their minds for Du Schiff, du. till they even forget that dim dead. Ja, Patti, das tust du. But Davy Jones will not forget how you stood in him. Now will him forgive the siren Die malt da gar nichts. Frech. Ja, man sieht da nichts. We are not alone. You know you cannot hide from me, Jack Sparrow. Jack Sparrow. I was eavesdropping. Oder wo kommt er denn her? Ist gespawnt. Ich hab einmal nicht hingeguckt. Who's twice come back from the land of the dead, who escaped the raid on Isla Tesoro and even found the Fountain of Youth. Hey, have you been gossiping about me with this strange, book-obsessed individual? Whatever they've told you is not true, unless it's flattering, in which case it's all true, but they left out the best bits. The man who stole the only trinket that can reach David Jones. A pendant twin to the one Jones himself possesses. How can you know all this? That pendant belongs to me. You can't be. Aye. This time it was to see what brought you back to me, Jack. Ui, sie hat sich verwandelt. Calypso. Er klingt ganz schön betrunken. Calypso ist immer übel hübsch. Ich will ihr Outfit. Wieso haben die NPC-Frauen immer so richtig hübsche Designs und Klamotten? Und die Kleider, die man als Spieler kriegt, sind einfach wack. Das würde ich anziehen. Direkt erstmal Beschwerdemail an. Halt echt so. Ihr Kleid ist richtig cool. Now you must listen. Davy Jones knew that the pirates of this world threaten him with knives. So him summoning his own dark version of a bridge. Die Spielerkleider sind immer so überladen. And corrupted souls who long to rule the sea of thieves. If him succeed. Your thieves. In power will be greater than ever before. This is why I love running to old friends. They always have such cheery news. Ha! But if Jones is inviting his friends for tea, that means we know where to find him. Das habe ich gesehen. And, by the by, my treasure. Du bist fast aus dem Bild. You speak the truth. And since you still hold the key to his fortress, with my sketches you can find your way inside. Think of what Find the way. Most, Jack Sparrow.
It will show you the way. Right, well, given that these are unfamiliar waters, I lack it. Kann man da so ein bisschen so machen. Sail upon them, critical decisions must now be made. You will always remember this is the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. Now, I know that's a great honor to bestow upon a humble vessel such as yours. There's a buttery. Don't you worry. I promise you won't be an imposition. Theodoma, about that treasure, if it was entrusted to Davy Jones, that can only mean... Der hat einen Vogel im Haar. There are some truths not ready to be told. Er hat einen Vogel im Haar. Time will come when a deed is done. Aber das Ding von der Uschi hat er nicht mehr. Oh, well then. Direkt weggeschmissen. Heißt, sie ist die ganze Zeit Kalypso gewesen? Oder hat sie nur den Körper übernommen? Zumindest so wie sie spricht, war sie immer Kalypso. Kalypso ist immer. So. Wild. Hey, man's gone. Na, da hinten bubbelst du doch schon. Nee, das ist ein. Nee, nee. Zahnpasta. Zahnpasta. Cool. Hübsch. Korallenburg. Old Faithful Isle, nördlich. Seems we have a long journey ahead of us, so I took the liberty of helping myself to some provisions. Oh, yeah. Jones's fortress is practically off the edge of the map. But not to worry. Oh, Junge, wir haben mal die Musik. Well, that's sick. Are we? Er redet, aber er redet nicht. Okay. Ich hab mal Lust auf das Flammenzeug. Gönn dir. Mach mal jetzt Hideaway, sagt er gerade. Ja, aber ich glaube, da labert der nur drüber. Ja, Reaper's Hideout. Achso. Interesting combination. Guckt sich die Karte an. Stabiler Typ. The Reaper's Hideout. Not much of a hideout if you put it on the map, eh? Kannst du ihn irgendwo hinschicken und er guckt sich das dann an? I like the sound of that. Schade. Let's go there next. Sehr witzig. Devil's Ridge, the Devil's Roar, the Devil's Thirst. Oh, du wirst erstmal. Okay. Ich bin sofort da, ich will einmal gerade was nachgucken. Ob es irgendwas Neues hier im Shop gibt. How can it be the lost gold? Any chance we could catch a bit more wind? Noch nicht. Wind brauchen wir Segel, aber die meine ich noch nicht. Das lieb. Würde fast da unten. Ja, aber irgendwie gibt's scheinbar. Oh lol. Denn. Aristokraten. Ja, stimmt, die Wild Rose Sachen gibt's jetzt komplett. Dinger. Ach doch, es gibt jetzt die Sachen komplett hier. Verstehe. Ich muss sagen, es gibt eine Schiffsfärbung, die finde ich sick, aber da kostet halt einzelne Teile nur so mehrere Millionen. Ja, kann man sich doch mal leisten. Mhm. Jetzt gut, dass ich den Phönix habe. Ja, du weißt, welches ich meine, das mit diesem roten Zeug. Hm. Das finde ich halt sick. Mit den roten Schädeln, wovon auch meine Frisur ist. Dieses schwarz-rote, ne? Mhm. So schwarz-silber-rot ist das. Davon ist auch mein Messer, das habe ich mir auch gekauft. Hier. Das Endermesser. Was ziemlich sick ist mit diesem roten Schädel. Womit ihr da jetzt eigentlich alles, was wir machen? Ich glaube ja. Hallo. Eigentlich hätten wir uns Affen holen müssen und ihn Jack nennen. Der andere Jack. Es gibt leider irgendwie den, also es gibt den Kerkerhund, aber es wäre cool, wenn es den Affen auch gäbe, den Skelettaffen, ja, ne? Wenn er sich dann einfach nachts in ein Skelett verwandelt. Jo, das wäre sick.
Einfach so ein Totenkopf-Äffchen, was nachts zum Skelett wird. Da würde ich Geld für ausgeben. Nein. Ja, cool. Aber der Hund ist auch cute. Look at him. Now look at this. Das ist geil, wie er beim Schunkeln immer näher kommt. Nicht schon wieder. In case you were curious, it's not so bad being a ghost. Gesundheit. Ich find's gut. Hallo. Mit Hundi. Er will dich nicht. Da chillt er. Bruder, was machst du da? Bobby platzieren. Immer werde ich nur platziert. Er schläft. Nie achtet man auf meine Gefühle. Ach, der bleibt da eine Weile noch. Nein. Oh nein, er steht auf. Verdammt. Damn. Genau in dem Moment. Jetzt wiederholt er sich aber. Na, jetzt chillt er da unten. Was macht er? Ach, jetzt legt er sich dahin. Der fühlt er sich von dir auch einfach nur belästigt. Weiß nicht. Wollen wir Karten spielen? Hallo. Das ist lustig, können wir nicht immer so einen Spacko auf dem Board haben? Durchgehend. Ja. Aber der soll die ganze Zeit einfach in der Ecke chillen, dass man irgendwie so eine Scheiße mit dem machen kann. Das gefällt dir, ne? Nicht lustig. Leute belästigen. Ja. Genau meins. Rückwärtssalto. Zack. Ja, das Gefühl nicht los, dass was auch immer wir suchen müssen, mitten im Sturm hängt. Hm. Guck mal, ich kann. Ich wollte gerade sagen, für sowas wäre tatsächlich eine zweite Ansicht praktisch. Oh, er steht auf. Oh. Not feeling chatty, eh? Wo ist er hin? Ach, hier. Jetzt legt er sich wieder dahin. Mein Freund, ich versuche doch die ganze Zeit mit dir zu kommunizieren. Communication. Deshalb. Kann ich so wieder ein bisschen leiser machen hier. Ich muss sagen, warum ist das Spiel eigentlich immer die ganze Zeit so leise? Aber wenn dann die Erfolge kommen, dann ballert das hier einmal komplett durch. Mann! Muss ja auch nicht sein, ne? Mehr Sorgen um euren Gehörgang. Doch nur den perfekten Platz zu finden hier. Der verzieht sich doch gleich wieder. Perfekt. Ist das dumm. Nun. Ich hab da was in den Brüsten. Ach, guck mal. Der hat da gar keinen Bock drauf. Aber der steht auch immer nur dann auf, wenn ich gerade nicht aufstehe. Anders so, wenn ich zu euch komme. Ich wollte gerade sagen, der will nicht, dass du zusiehst. Tja. Das ist ja jetzt doof für den Stream. Na, geh ich hier auf Duck Jack? Vielleicht machen wir mal das nächste dann aus deiner Perspektive auch mal oder so. Bleib da stehen, mein Freund. Ganz besonderes vor mit dir. Ach, mein Hintern ist nicht hoch genug. Ach, schade. Fuck.
Ach Mann, so einen halben Cent. Oh. Ist hier vor uns irgendwo eigentlich eine Dingens. Eine Korallenfestung? Also ich denke mal, die ist irgendwo unterhalb, aber. Ich sehe da hinten einen Berg mit Spitze. Was habe ich verpasst? Missy hat Quatsch gemacht mit Jack Sparrow. Ansonsten. Da ist ein Berg mit so ganz vielen Spitzen. Ich glaube, da müssen wir hin. Ja. Das ist doch so, wie du das gesehen hast, oder ansonsten nicht? Ansonsten herzlich willkommen natürlich Ori. Hallo Ori. Jack will nicht, dass ich ihn belästige. Wo ist er hin? Warte mal. Kotzt da eine? Nee, der liegt hier nur. Beim Rum. Ich mit ihm einen trinken. Hot und behaart. Na, wir den Channel direkt schon wieder umbenennen. Ist Bobby hot? Ja. Nice. Dann musst du behaart sein. Ihr seht ja nicht, was an meinen Beinen abgeht. Winterfell. Mut zum Mammut. Ist das nicht eine Stadt bei Skyrim? Winterfell. Ich glaube ja. Jetzt kotze ich Jack an. Okay. Ui. Mach das ruhig. Tät bestimmt noch drauf, ja wahrscheinlich. Irgendwie kotzt die nicht, obwohl ich schon drei Pinnekens getrunken habe. Ist ja unter aller Sau. Oh, jetzt. Oh, er steht auf. No. Ich habe ja zugeguckt. Ich habe ihn aber nicht angekotzt, weil ich wollte was im Eimer haben. Du bist gleich da. Nice. Mir geht's nicht gut. Ja. Ha! Hallo. Das kann ich nicht verändern. Du bist nicht allein, Party. Keine Sorge. Ich hab dich und Jack angekotzt. Oh Gott. Das ist gefährlich. Ich würde halt echt gerne sehen, wohin wir gerade fahren. Nee, nee. Warte. Komm an die Segel. Bin dran. Kann mir jemand sagen, warum so viele Rauchen im Zimmer erlauben? Weil das Studenten sind, die kiffen den ganzen Tag. Mhm. Was denkst du? Wenn die das verbieten würden, dann würden sie keine Leute finden. So, naja, weil die wahrscheinlich auch viele selber rauchen. Ja, ich vermute, weil da unglaublich viele selber rauchen, gar keinen Bock haben rauszugehen. Ja. Wobei die Sache ist, heißt ja nicht, dass du in deinem Zimmer rauchen musst. Auf der anderen Seite ist natürlich, die haben bestimmt keinen Bock, dass man sich dann immer nur auf dem Balkon trifft. Also könnte es sein, dass das Leute sind, die sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Hm. Das wäre nice. Das kann ich nicht vereinen. Happy Days. Ja, das ist wohl wahr. Korallenburg. Ist das Ding immer hier jetzt seit neuestem? Wahrscheinlich, ne? Das lädt immer nur für die Missy. Ich glaub nicht. Was? Wahrscheinlich ist dann halt einfach nichts los hier, wenn du die Mission nicht hast. Aber was ist hier die Gegend so? Schaut euch die Wellen an. Voll die hübsch, ne? Hoch. Schön blau auf deinem Bildschirm. Ja, guck mal bei mir. Hm. Ja, ist das noch etwas anderes im letzten Telltale, was auch da ist, glaube ich. Ach, nice. Also das heißt, die sind immer sehr abgewechselt mit, du bist in deiner eigenen Area. Und nicht. Und nicht. Und nicht.
ob du hier bist und nicht. Ja. Ich muss gleich mal rausfinden, ob mein Controller vibriert oder ob ich die Batterien wechseln muss. Ich hasse es, wenn er nicht vibriert. Mein Gott, wie weit ist das Ding denn weg? Ewig. Ich fahr doch jetzt schon seit einer Stunde da drauf zu. Ich bin schon wieder nüchtern. Ich sehe ein Schiff, aber ich weiß nicht, ob es echt ist. Ich muss da oben aufs Ding gehen. Da, das sieht unecht aus. Das ist, glaube ich, nur der Mast. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir da anlegen müssen. Überhaupt anlegen müssen, vielleicht ist das wieder so ein Ding. Ich meine, da ist so ein Tunnel irgendwie. Wenn wir näher sind, mache ich mal... Okay, er ist gesprungen. Da ist ein Tunnel. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe mal... Das ist so groß ist. Mach mal links rum, ich habe das Segel mal ein bisschen... Also da scheint es reingeben, aber hinter dem Ding habe ich auch irgendwas gesehen. Kann nicht ausschippen. Ich meine, er ist halt jetzt auch gesprungen. Ich würde aber trotzdem ein bisschen näher an das Ding vielleicht ran. Ich weiß ja nicht, wo er hingesprungen ist. Einfach über Bord. Ist er jetzt geankert? Nee. Ich würde halt mal nach links drehen in Richtung von diesem Ding. Und einfach ein bisschen näher ran, falls wir da hin müssen. Müssen wir nämlich nicht 3 Jahre schwimmen. Na, guck mal da, das sieht aus, als könnte man da so ein bisschen drüber klettern. Ich mach mal den Anker rein, ne? Okay, hier ist nur Boden. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ihn nämlich nicht. Ja, dass ich ihn jetzt nicht sehe, war mir klar, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, er wollte nämlich einfach nur hier hoch. Oh ne, hier nicht. Hier ist ein Tunnel. Ist bestimmt hier. Let's head inside. Your ship won't go unnoticed forever. Cooles Teil. Ich weiß nur nicht, wo er hin ist. Irgendwo ein Tunnel, den wir übersehen haben. Ich sehe ihn auch nicht. Ist er vielleicht woanders her? Ich habe ihn halt immer nur gehört. Eben. Hätten wir links rum gemusst, statt rechts rum? Ja, und da muss man jetzt schwimmen komplett, oder was? Mhm. Das sieht falsch aus. Ich würde sagen, ich renne mal in die andere Richtung. Aber in der Innenseite habe ich jetzt nirgendwo was gesehen, wo man rein muss. Nee. Ja, einfach das, was immer ab und zu mal so durchblubbt. Weil gar keinen Sinn. Wellen. Hier irgendwas, hier sind Fässer. Aber sonst ist hier nichts. Da ist ein leuchtender Seestern. Die Seesterne sind übel hübsch. Hier redet er. Wo ist er? Oh lol. Mhm. Einfach erstmal in die falsche Richtung gerannt. Ja, moin.
Hier steht nichts. Zurück zum Schiff haben wir hier. This got me inside another of Jones's strongholds once before. Let's just hope he hasn't changed his tune. Hallo Margo. Hallo. Ach, er macht da was. Die Spieluhr. Willst angucken. Sieht aber aus wie sein Kompass, aber ein anderes. Ach nee, das Ding, was sie umhatte. Hallo, wie geht's euch, Menschens? Okay. Das liebe ich. Lieb die Musik aus den Filmen, ne? Willst du damit sagen? Ja, irgend so ein Ritualzeug. Irgend so ein Ritualzeug. Okay. Das, der andere Tanz war mir nicht ruhig genug für das Lied, deswegen. Hab immer noch Bauch und Spray, aber sonst gut. Spray? Spray was? Bauch doof. Ach so, Spray, ja, Spray. Spray. Dann auf jeden Fall gute Besserung. Spray. Schön haben sie es hier. Ja. Ich sehe deinen dicken Popo. Und deinen dicken Bauch. Ich sehe den Popo von Jack. Geil. Ich bin geil. Ja, ich bin geil. Ist auch so bescheuert. Hier ist alles Tutti. Habe ich euch gerade überholt? Ja. Weil er nicht im Sprint war. Ich bin ihm noch so ein bisschen hinterher geschwommen. Achso. Ja, mach doch auf jetzt hier. Ne, wir hatten lecker Essen, Lebensmittel sind da, alles gut. Ja, ich habe Lachs mit Butternudeln gemacht. Den Lachs gebuttert. Darf ich ihn Lachs buttern? There's a resting place just up here if you need to satisfy. Mind your scepter. It's slimy and treacherous. Ist er schon wieder? Ui, jo. Hä? Did you see me swim straight through that door? Oh, lol. Wonder if I'll come into possession of any other ghostly talents. It's no good. I can't move things with my mind. Shame. What about? No, that doesn't work either. Would have been great fun, though. Ja, ich muss... Ja. Ich dachte, man muss die Plattform nur in... Und dann fährt's irgendwann zurück. I'm heading straight to the nearest bank vault. Warte, was ist gerade passiert? Hm? Wir wurden hochgeschossen. Ich glaube, darum ging's. Oh, nice Shirt. Nee. Ja. Und danke. Hä? Achso. So ein Ding ist das. Ich sehe dein Po. Mhm. Oh, Junge. Wasserbahn. Hui. Ja. Du rutschst schneller als ich, weil du dicker bist. Ach, voll hübsch. Die ist länger. Guck dich mal um. Wie bei Blinky. Jö. Können wir das nochmal machen? Hui, oh, da ist die Flying Dutchman. Können wir das nochmal machen? Ja. Oh, da schwimmen Fässer. Ach, hier sind schon wieder so Boys mit. Obwohl, ne, das ist so ein Rücksetzpunkt. Pass auf, du. Aha, mein. Dutchman's Rest. Sind sie da? Bin unter Wasser. Oh, Hund? Ja. Was denn? Oh, hier unten ist
Munition unter Wasser. Das Zeichen. Ist gleich wieder Keilerei mit 11. Mir ist die Sirene nicht eingefallen. Oh oh. Ertrinken mache ich nicht so gern. Nur sonntags. Das Ding ist. Auf der anderen Seite vom Schiff ist eine Leiter hoch. Ja, ich wollte gerne fragen, sollen wir da hoch? Ja, würde ich erstmal machen. Ja, ne? Das Offensichtliche. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil der Crew, da blinkt was. Kann ich das haben? Ich will das essen. Nice. Hab Essen. Kanonenkugeln habe ich voll. Okay, die Kanonen haben auch einen Sinn. Oh, Junge! Hab einen Stab! And a noble purpose. But that was long ago. Still, let's not disturb us. Da oben ist noch ein Glitzi. Hier ist auch noch. Hier ist auch noch ein Stab. Aha. Dem fehlt doch was. Jetzt bin ich der Captain. Lol. Keep moving, shall we? Jones never leaves the Dutchman for long. Weiß nicht, ist hier was, was man finden kann? Gerade so spontan. Wüsste ich nicht. Nur zum ersten Mal hier. Hier unten sieht's auch sehr unspektakulär sonst aus, ne? I really don't like being on this ship, but we need a way to open. Wir sind durch. Ah. This ship has a nasty habit of making those aboard her part of the furniture. Hm. Wow, jetzt hat er ihn. Oh, jetzt hat's angefangen. Ja, moin. This mate is the inner sanctum of the most vengeful creature to sail. Ja. Das Problem ist, ich habe keine Zahlen, Leute. Nun. Dann probieren Sie doch erstmal aus, junge Frau. Wobei ich kann nur A gedrückt halten. Hier ist ein Buch. Also bei irgendwas gehen. Also da ist. Warte mal. 1, 2, 3, da. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Go on, then. Sechs. Sieben. Acht. It's working. Now we just need to wait for the song to end. Abgespielt. Irgendwas passiert. Weiß nicht, ich hab ein Lied gespielt. Oh, hier ist ein Buch. Ja, das hatte ich gerade. Ah, okay. Assuming we survived that long. I may have been slightly mistaken about this ship being. Haben wir jetzt das Schiff übernommen? Weil das Schiff ist Teil der Crew. Ach, guck mal da. Wie die hier auf der Seite nicht funktionieren. Balladen! Das Schöne ist, man kann immer so schön runtergehen, wenn die schießen. Mega, sind die Kugeln langsam, ey. Ja. Guck mal, gerade ist auf der anderen Seite auch welche, die schießen. Ja. Wie kann ich jetzt die Kanonen nicht benutzen? Vorhin ging's. Wasser ist ein Hurensohn.
Oh, da war ein Sprengfässer. Boom, boom. Jetzt gehst du los. Oder schießt er mit Kanonen? Ich glaube, er schießt. Keine Ahnung, ich also hier darf ich, also ich darf nicht. Okay. Ja, doch, mit der hier oben geht's jetzt. Mit welchen? Ach, da. Ja, mit den hier unten darf ich nicht. Aber auf der anderen Seite. Im Wasser komme ich damit nicht. Oh. Ja. Ah. Was denn? Nee. Ach, wir müssen die Statuen abschießen? Oder was? Ich nicht. Oh oh. Oh je. Also die eine davon hat auf jeden Fall geleuchtet. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach nur für Phasen stehen. Weiß ich auch nicht. Kann sein, weil jetzt tauchen die auf einmal hier auf. Ja. Wird's das wohl sein? Oh Gott. Nächste Phase. Ja. Das ist auch dieses Horden, also Hordenmodus-Geräusch aus den Fortress. Weißt du, wo hier an Bord ein Dingens ist? Ach, er schießt von unten, okay. Wo hier an Bord was ist für Shotgun aufzuladen? Das weiß ich, ich hab's noch nicht gesehen. Ah, ich hab's gefunden. Was denn? Da oben. Ah. Da sind ja auch die Kugeln. Hier ist keine. Ja, okay. Ich kann grad nichts machen. Da oben ist noch mal ein Reizack. Guck ich mal, dass ich die im Wasser abschieße. Wenn da welche im Wasser sind, ich sehe aber keinen. Einfach drauf. Im Wasser ist keiner, da sind welche. Kugeln. Und Badabu. Oh, essen. Ja. Also wenn das jetzt richtig so ist, müssten wir noch zwei Wellen haben. Oh Gott. Und die halten mehr aus. Ja, hier ist ein dicker. Ist der Dicke noch da? Ja. Der macht mir gleich Aui. Ja. Ich hab ihm Aui gemacht. Ich bin down. Ja, warte. Ich bin da. Junge. Okay. Ist das dein Ernst? Ja, warte, ich mach ihn erst weg. Sonst bin ich weg. Oh Gott. Und gleich direkt heilen erstmal. Ja. Geh. Da kommt nämlich ein Dicker. Ja. Der Wechseln geht hier ja leider nicht. Also nicht hier in der Ecke. Das Ding ist halt nice. So. Oh! Ah, das ist die Welle gewesen. Ich behalte den Stab mal hier. Mhm. Jetzt kommt alles auf einmal hier. Dann ist ein Dicker. Ah, okay. Hör mal auf, dann schießt du nach außen. Ich guck, dass ich die hier drin. Okay. So. Einfach ein Schutzwall. Steht der in der Kanone? Weiß ich nicht. Ich sehe da gar nichts. Der Dicke igelt sich so ein, ne? Mhm. Ah, der ist kaputt. Oh, da oben.
Macaroni and Cheese will sich das weiterhin antun. Nice. Dankeschön. Oh, der hier ist gleich auch kaputt. Der Stab. Das gestern vergessen, das ist absolut nicht schlimm. Niemand hat mir Augen gemacht. Ah, der Stab ist kaputt. Nee, ist er nicht. Doch, ist er. Schade. Ach, jetzt kann man hier unten. Man sieht zwar nichts, aber... Ich würde sagen, da unten die Kanten und die haben echt nur so ein ganz kleines Zielfenster. Mann. Ja, ich wollte gerade sagen. Symphonie der Sorgen. Ich glaube, jetzt sind wir fertig. Oder jetzt kommt die letzte... Nee. Okay. Hm? Irgendwas hat gemacht. Naja. Werden wir jetzt zu Wasser gelassen? Türchen geht auf. Guck mal kurz, ob beim Captain hier noch irgendwas ist. Na, ich könnte die Orgel nochmal orgeln, aber... Schön nochmal ein Orgeln. Ja. Sonst ist hier nichts. Hier kann man nur orgeln. Hui. Ernsthaft, da war noch ein Stab? Scheiße. Scheiße. Ja. Guck mal, die kotzen Wasser. Durchgehend. Bruder! Was ist denn hier? Bin. Mehr, du Sau. Das sind diese Rentner, die 5 Uhr morgens im Freibad rumhängen. Wann sind die so krank schnell? Ja, denke ich mir auch immer. Junge, halt still! Boah, nervt der. Echt. Stopp. Kaputt. Stopp. Stech dir deinen Schwanz ab. So. War immer dieser aggressive Ton hier. Nee. Nee, jetzt hat er es. Er lebt noch. Was war's? Das war's? Das war's? Jetzt war's. Das war's. Ich muss mir echt mal so ein Ding besorgen, dass ich meine Schultern nach hinten halte, ey. Vielleicht wird das dann weniger mit dem Rückenschmerzen. Möglich. Wo darf ich aus dem Wasser raus? Ich hab keine Ahnung. So, auch gerade, da hinten ist ein Essensfass. Aha. Ja. Wo ist uns eine Plattform? Hebel benutzen. Hier ist ein Hebel. Muss kurz atmen. Ich will kein Blubbel. Sache ist. Guck also mal. Oben ist jetzt, glaube ich, eine Plattform draus geworden. Ja, und hier ist ein Hebel. Irgendwo da. Ja. Das verstehe ich nicht so ganz. Der hat auch Haha gemacht. Echt? Ah. Weiß nicht, ob sonst noch irgendwo einer ist und man die irgendwie zeitgleich ziehen muss oder so. Ja, oder in einer bestimmten. Naja, zeitgleich nicht. Man kann es ja auch alleine machen, aber. Ja, gut. Vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge. Einfach keine Rückenschmerzen bekommen. Easy. Das wäre geil.
Komm ich jetzt hier hoch? Nee, ne? Ich muss hier hinten hoch. Hm. Ich weiß nicht so ganz, was das mit dem Hebel auf sich hat.